Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews. Heute ist es soweit. Ich zeige euch das grandiose Deluxe-Set zum Masters of the Universe Origins Ram Man, der mir vom guten Thomas geschenkt wurde. Lieben Dank an den guten Thomas. Na, ja, für alle vorweg, die nicht wissen, warum er mir den geschenkt hat. Er hatte mich über Instagram damals angefragt, ob ich Lust hätte, dieses coole Deluxe-Set halt zu haben. Und er würde mir gerne ein kleines Paket zuschicken. Dazu gibt es auch einen Fanpost Friday, wenn ihr da gerne mal reingucken möchtet. Den verlinke ich euch hier oben, da könnt ihr reinschauen. Da war unter anderem Ram-Man drin, aber auch noch ein paar andere richtig coole Sachen. Ja, Ram-Man hat eine lange Geschichte, auch bei mir in der Kindheit, wie bei fast allen Masters-Fans unter euch da draußen. Jeder hat ihn, glaube ich, besessen. Ich habe ihn auch besessen, aber auch mein Ram-Man ist irgendwie irgendwo auf dem Dachboden verschwunden. Vielleicht finde ich ihn irgendwann nochmal wieder, aber leider kann ich euch heute hier in diesem Video keinen Vergleich zeigen. Aber es gibt genug YouTuber da draußen, die da so oder so, denke ich mal, schöne Vergleiche schon gemacht haben. Ich freue mich einfach nur, dass ich ihn heute auspacken kann, denn ich habe ihn schon eine ganze Zeit lang jetzt hier liegen und ihr kennt das selber vielleicht, wenn ihr neue Figuren habt und gerade vielleicht auch selber die Figuren filmen wollt, dann kribbelt es euch auch schon in den Fingern und ihr wollt natürlich liebend gerne die Figuren auspacken, aber natürlich nicht, bevor die Kamera raufgehalten wird. Das ist bei mir immer ganz schlimm, aber ich möchte euch das Ganze natürlich nicht vorenthalten und daher geht es heute endlich los. Wir gucken uns mal die Verpackung an, die ist natürlich größer als die Standard Origins Verpackung, weil wie gesagt, es ist ein Deluxe-Set. Da sind hier noch ein paar coole Accessories an der Seite zu sehen. Na, obendrauf das Masters of the Universe-Logo und Ram-Man schon als Artwork, was ich sehr gut finde. Auf der Seite rechts oben steht noch Deluxe-Spiel-Set. Ich glaube, das ist auf Holländisch. Ich weiß es nicht. Und ganz links, übrigens nochmal sehr interessant, hier steht Spring-Loaded drauf. Ja, Ram-Man dürfte wahrscheinlich fast genau das gleiche Feature haben wie damals unser Vintage Toys. Ich bin sehr gespannt drauf. Lasst uns mal auf die Rückseite gehen. Denn da gibt es wie gewohnt die schönen Artworks zu bestaunen. Oben einmal Ram-Man, ja, gegen Faker, der auf seinem Rotron gerade versucht, hier anzugreifen. Und auch im Hintergrund auch noch Skeletor schön zu sehen, zusammen mit Castle Grayskull. Das gefällt mir. Da seht ihr eigentlich schon, was Ram-Man seine Aufgabe ist. Er rammt. Kopf an, vorne rauf und dann gib ihn. Und durch seine Beine holt er halt Schwung. Die sehen auch in der Uniform aus, als wären sie aus Springfedern gemacht. Das ist so der Sinn dahinter. Ihr seht das ja auch unten. Da ist nochmal die kleine Instruction, wie ihr Ram-Man zu benutzen habt. Ihr müsst ihn runterdrücken und dann, glaube ich, nochmal aufdrücken, dann jumpt er so gesehen nach vorne und ihr könnt ihn halt seine Waffen, seine Äxte halt noch in die Hand drücken. Und weiter unten seht ihr noch ein paar andere coole Figuren aus der Origins-Reihe, unter anderem der Battle Armor He-Man. Den habe ich sogar noch als Softhead. Dann Clamp Champ, Ram-Man ist dabei, Battle Armor Skeletor und Pentor. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, jetzt ist es soweit. Lasst ihn uns auspacken. Ich bin gespannt, wie hier die Umsetzung ist seitens Mattel. Ram-Man, lange ist es her. Doch zuerst natürlich ein Blick aufs Mini-Comic, denn das kenne ich tatsächlich noch nicht. Also bei der Welle ist wieder ein neues natürlich mit dabei. Auf der Frontseite seht ihr Battle Armor He-Man gegen Battle Armor Skeletor. Das sieht sehr cool aus auf jeden Fall. Da gehen wir natürlich sofort rein. Ich will da wissen, was da los ist. Ich mag die Zeichnung, die sind wirklich sehr nice gemacht. Was haben wir denn da? Wir sehen hier ja, einen kleinen Transport tatsächlich. Na, König Randor und seine Königin unterwegs. Dann sehen wir hier Clamp Champ, das ist auch sehr cool. Der ist ja zusammen mit Ram-Man, glaube ich, als Deluxe-Set erschienen. Und hier kommen schon fiese kleine Droiden, die dann halt versuchen, ja, den Trupp anzugreifen. Aber ja, ich glaube, dass hier He-Man, Man-at-Arms und Teela da irgendwie schon ahnen, was passiert. Und ihr seht hier, das finde ich sehr cool, Man-at-Arms drückt He-Man so gesehen seine Panzerrüstung, seine Armor halt in die Hand. Na, und jetzt geht's hier los und da seht ihr schon, da findet schon der Angriff statt. Clamp Champ und eine der Palastwachen greifen hier an und versuchen halt zu verteidigen. Und hier kommt der gute Ram-Man, da ist er da. Sehr cool, richtig coole Pose und er jumpt hier schon komplett rein und haut alle kaputt. Allerdings stößt er sich hier den Kopf an und zwar an Battle Armor Skeletor. Sehr, sehr cool und er cool und er greift hier natürlich durch und ruft zum Angriff tatsächlich. Ja, aber ich denke mal, dass jetzt natürlich dann He-Man hier noch zur Rettung kommt. Na, da seht ihr schon, oh, Skeletor ist gefährlich nah dran, hier den König und seine Königin zu ergreifen. Sehr geniales Bild hier von He-Man. Schaut mal, auf Battle Cat. Na, und da geht es dann los zur kleinen Schlacht. Die beiden Battle Armors gegeneinander, das gefällt mir sehr gut. Und am Ende hat He-Man natürlich wieder gewonnen. Ich finde das auch sehr cool,
dass hier so ein bisschen dieses Play-Feature der Battle-Armor-Figur noch gezeigt wird. Denn He-Man langt mit seinem Schwert einmal direkt vor Skeletor seine Brust. Und hier unten seht ihr dann auch, dass halt auch hier ist so dieser kleine Kratzer drin. Das ist ja so dieses Feature dieser Battle-Armors gewesen damals, dass da so Kampfspuren drauf zu sehen sind. Sehr cool. Ich mag diese kleinen Mini-Comics. Auf der Rückseite, ne, da seht ihr dann nochmal die Figuren, die jetzt in dieser Welle halt am Start sind. Battle Armor He-Man, Clamp Champ, Ram Man, Battle Armor Skeletor und der gute Pantor. Gibt es den eigentlich auch geflockt? Ich glaube, den gibt es auch geflockt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt Ram Man an. Tja, und was soll ich sagen? Ich bin recht überrascht über die Materialwahl hier seitens von Mattel, aber natürlich auch irgendwie nicht, weil wenn das jetzt mit Kindern irgendwie in Berührung kommt, das gute Stück, dann ist natürlich klar, da muss die Sicherheit an erster Stelle liegen. Und in der Hinsicht hat Mattel da ja gut gearbeitet auf jeden Fall, denn die coole Rüstung, die er anhat, die ist sehr weich hier oben. Also es ist wirklich ein sehr gummiartiges Plastik hier. Na, das heißt, wenn jetzt irgendwelche Kids damit spielen wollen, kann da auch nichts passieren. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also da braucht ihr euch dann schon mal keine Sorgen machen. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Genauso wie Ram Man selbst, muss ich sagen. Na, also wenn ich mir das so angucke, der kleine Kampfzwerg, sage ich jetzt mal, wurde hier wirklich sehr nice umgesetzt. Ich kann euch jetzt leider nicht die ganzen Veränderungen komplett aufzählen, im Gegensatz zur alten Figur. Ich weiß nur, dass zum Beispiel das Action-Feature, was ich euch später zeige, dass das auch in abgespeckter Form, aber mit auf jeden Fall stärkerer Springfeder versetzt wurde. Na, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ansonsten ist Ram Man eigentlich für mich so, wie ich in Erinnerung habe. Na, wie gesagt, er hat einen kompletten Körperpanzer auf. Er hat hier diesen dicken Panzer, diesen Helm auf. Das sieht sehr stark aus. Auch vorne an der Gürtelschnalle ist der Totenkopf zu sehen. Das gefällt mir sehr gut. Na, also im Großen und Ganzen ist dieser Ram Man wirklich sehr gut umgesetzt. Wenn ihr euch jetzt mal das Gesicht genauer anguckt, finde ich das auch cool gemacht. Ich glaube, das war in der Vintage-Figur so ein bisschen ausgewaschener. Hier können wir jetzt wirklich so ein bisschen Ram Man ja relativ gut sogar erkennen. Er guckt relativ grimmig, er fletscht sogar so ein bisschen seinen Mund. Das gefällt mir. Also das haben sie echt cool umgesetzt. Genauso wie halt, ich weiß nicht, ob es jetzt bei der alten Figur auch so war, aber er rammt halt mit dem Kopf und ja, da gibt es schon mal die ein oder andere Beule, falls ihr das sehen könnt, ne, die er dann natürlich auch hier schon auf seinem Helm hat. Das finde ich echt cool umgesetzt. Also er gefällt mir. Er gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ihr jetzt wirklich den kompletten coolen Look haben wollt, weil Ram Man muss sich natürlich trotz alledem irgendwo schützen. Und dafür gibt es noch einen kleinen Zweitkopf, den ihr einfach austauschen könnt, denn der hat vorne nochmal so ein Schutzvisier vor seinem Mund. Ne? Also das ist jetzt die komplette Körperpanzerung. Da kann ihn dann definitiv gar nichts mehr passieren. Ich finde es ja irgendwie echt cool, dieses Design. Das hat doch so was Ritterhaftes. Wirklich sehr, sehr nice umgesetzt. Der Kopf lässt sich gut austauschen. Hier zeige ich euch nochmal den Kopf, der jetzt so da dran war. Ne? Also wirklich sehr, sehr nice. Auch wie gesagt, das Design mag ich auch sehr. Passt aber allerdings ein bisschen auf, wenn ihr den Kopf austauscht, er ist auf einem normalen Kugelgelenk drauf. Wenn ihr den da wieder raufdrückt, ihr habt hier halt dieses weiche Plastik hier von der Rüstung. Da müsst ihr ganz genau darauf achten, dass ihr ja das so ein bisschen beiseite packt, dass ihr da nicht irgendwie was einklemmt. Denn ihr seht auch, der Helm hat hier so Schlitze, so Einkerbung, auch hier auf der Seite. Da kommt dann halt die Rüstung genau rein. Na, genau so. Das beschränkt natürlich Ram Man später auch ein bisschen in der Beweglichkeit. Aber so muss ich sagen, gefällt mir das wirklich sehr gut. Der Helm ist aber ansonsten genau der gleiche, auch mit der Beule oben drauf und alles. Aber es ist halt noch das coole Kampfvisier vorne dran. Ne? Und das ist das, was ich wirklich sehr cool finde. Also sehr nices Design. Wie würdet ihr ihn hinstellen? Würdet ihr jetzt den normalen Kopf draufpacken oder wirklich komplett geschützt, protected euren Ram Man hier wirklich mit Schutzvisier vorm Mund? Ja, bin ich mal gespannt. Schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten, nicht nur der Kopf ist mit dabei, ihr seht ja auch schon, seine Äxte sind mit dabei. Und auch da, ich weiß das gar nicht mehr, ob der alte Ram Man auch solche Äxte dabei hatte. Ich kann mich auf jeden Fall an diese Axt hier erinnern. Die Axt hier, die kommt mir sehr bekannt vor. Die habe ich auch irgendwo wahrscheinlich noch rumliegen. Na, ja, ich habe eine sogenannte Oscar-Tonne auf dem Dachboden. Da sind auch einige ganz alte Masters-Toys drin. Und da ist diese Axt auf jeden Fall mit dabei. Finde ich sehr cool, aber ich mag auch diese doppelte Streitaxt hier auf der Seite. Das ist auch sehr nice. Die gefällt mir auch cool. Ich würde sagen, ich würde meinen Ram Man definitiv hier mit beiden Äxten hinstellen, weil ich finde, das sieht einfach sehr, sehr stark aus. Dafür müsst ihr nur eine einzige Hand noch austauschen, denn da ist halt eine austauschbare Hand mit dabei. Nämlich für die Seite, damit ihr auch hier noch die Axt tragen könnt. Ne? Ansonsten hat er da nämlich nur die Faust noch dran. Ne? Also die habe ich jetzt abgemacht und dann einfach ausgetauscht. Und schon könnt ihr beide coolen
Axe Ramman in die Hand drücken. Da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen, zumindest die Axt hier, die braucht ihr einfach nur reinschieben. Auf der Seite könnt ihr tatsächlich die Hand ein bisschen auseinander drücken. Die ist relativ weich, das hat mich sehr erfreut. Na, da könnt ihr dann einfach ein bisschen auseinander drücken und dann halt die Axt hier reindrücken und dann passiert da auch nichts weiter. Na, also da braucht ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen. Das Einzige bei meinem Ramman, ich weiß nicht, ob das bei eurem dann vielleicht auch so ist, ihr seht da schon, die Arme sind ein bisschen lose hier. Na, ihr seht das ja, der hier ist gerade ein bisschen locker und auf der Seite, ja, der rutscht mir dann relativ schnell hier aus dem Gelenk halt raus, ist aber kein Beinbruch, weil ihr könnt das da ganz simpel einfach wieder reindrücken und dann passt das soweit. An sich wirklich sehr cool umgesetzt. Mir gefällt das. Es ist ein sehr cooler Ramman und ich bin froh, dass der liebe Thomas mir den hier zukommen lassen hat. Wirklich ganz, ganz toll. Das Action-Feature, das ist natürlich jetzt noch das Wichtigste hier. Die RAM-Funktion, das ist das, was uns als Kind halt ja, echt erfreut hat. Ja, früher war es eigentlich genauso wie heute. Ihr müsst Ramman euch einfach nur krallen und von oben nach unten einmal runterdrücken. Klack, dann hört er es schon. Dann ist er so gesehen eingerastet, ist ein bisschen kleiner. Und beim Vintage Toys war es jetzt halt so, dass ihr hier auf der Rückseite einen kleinen Knopf hattet. So einen Schäbel oder so einen kleinen Knopf, den ihr gedrückt habt. Und dann ist er wieder nach oben geschnellt. Das war eigentlich immer ganz cool, wenn ihr damit gespielt habt. Dann konntet ihr damit zum Beispiel Skeletor, wenn ihr ihn gehalten habt, den guten Ramman halt aus der Hand halt weghauen. Das geht jetzt leider nicht. Das finde ich sehr schade, denn wenn ihr jetzt das Action-Feature halt wieder benutzen wollt, dass er diese RAM-Funktion hat, dann müsst ihr ihn wieder einmal runterdrücken und dann halt loslassen. Dann macht er halt diesen RAM-Effekt. Na, also ihr könnt ihn natürlich auch versuchen festzuhalten und dann das Ganze zu machen. Na, aber es ist nicht mehr so dieses coole Play-Feature, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich finde es genial, dass es mit drin ist und ich habe mir auch echt so ein bisschen Sorge gemacht, tatsächlich mit den Gelenken in der Figur. Er hüpft auf jeden Fall. Na, ich dachte erst, na, ob das so klappt, weil vielleicht dann die Beine einknicken. Aber alles cool. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Springfeder um einiges stärker ist als das, was wir früher hatten. Also es ist auf jeden Fall genial gemacht, dass wir dieses Feature drin haben. Na, ihr könnt ihn hier schön hüpfen lassen. Aber wie gesagt, wenn das jetzt so gewesen wäre wie mit der alten Figur, dann hättet ihr vielleicht auch gerade die jüngeren Zuschauer unter euch oder eure Kinder hätten das vielleicht noch ein bisschen cooler gefunden, wenn ihr dann ihn einfach in die Hand haltet und dann irgendwie halt durch die Gegend springen lässt mit dem Oberkörper. Ich glaube, das wäre noch eine Nummer cooler gewesen. Aber so oder so, ich finde es genial. Da kommt schon wieder so das Spielkind in mir durch. Ne? Der Ramman von damals war schon cool. Wie gesagt, schade, dass ich ihn jetzt nicht hier habe, aber es ist cool gemacht. Es ist trotz alledem sehr cool gemacht. Was haltet ihr von diesem Feature? Seid ihr da etwas enttäuscht oder findet ihr es so oder so genial, dass dieser Ramman dieses Feature drin hat, dass das immer noch funktioniert? Ich finde ihn super. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist ein kleiner Abstrich, dass wir jetzt nicht mehr hinten diesen kleinen Knopf haben, aber ich denke mal, das ist mehr als okay. Ne? Die Origins sind generell super gemacht und Ramman ist hier wirklich eine schöne kleine Ergänzung für unsere Sammlung auf jeden Fall. Muss ich einfach so sagen. Kommen wir zum letzten kleinen Punkt, die Beweglichkeit. Natürlich ist Ramman jetzt nicht der größte Bewegungsexperte, ist ja auch klar, dadurch, dass er im gesamten Oberkörperbereich hier schon komplett gepanzert ist. Das heißt, für euch in erster Linie lässt sich der Kopf nicht wirklich großartig bewegen. Ihr seht das ja, ne? Hier ist der ganze Körperschutz im Weg. Dadurch, dass das aber relativ weich ist, ja, ihr seht das ja. Eine Bewegung wäre theoretisch möglich, weil wir darunter ja ein normales Kugelgelenk haben. Aber Ramans Kopf bleibt in der Theorie einfach komplett starr. Da ist nichts weiter. Würde ich jetzt auch nicht großartig, versuchen, dass er das macht, weil dann drückt ihr euch irgendwie das ganze Gummi oder das Plastik hier auseinander oder kaputt. Lasst es genau so. Ne? Also Ramman muss seinen Kopf auch nicht zwingend bewegen, da bin ich ehrlich zu euch. Bei den Armen ist das Thema was ganz anderes. Ne? Ihr könnt die Arme jetzt, hoffentlich geht er nicht raus, so weit nach oben packen. Das finde ich sehr, sehr gut und da macht euch auch keine Sorgen, dass hier irgendwas schrabbelt, weil wie gesagt, das ist ja hier ein sehr weiches Material. Da kann nichts mit passieren. Das ist alles wirklich auch sehr kinderfreundlich, finde ich. Wir können die Arme natürlich aber auch wie können wir sie denn drehen? Wir können sie in dem Rahmen hier halt drehen. Ne? Das ist aber auch mehr als okay. Ich glaube, der Arm geht gleich hier schon wieder raus. Ne? Aber schaut mal, das ist aber mehr als okay für mich. Ne? Die Bewegungspunkte, die er hat oder die Möglichkeiten, die reichen mir völlig hier bei Ramman. Ihr seht, da ist der Arm wieder raus. Das finde ich bei meinem hier ein bisschen lose. Daher immer mal wieder reingedrückt. Ne? Aber ist jetzt nicht so der große Weltuntergang. Wenn es jetzt hier halt zu den Ellbogen geht, wir haben hier ein einfaches Ellbogengelenk, das geht tatsächlich relativ schwer sogar. Ihr könnt es ja einigermaßen gut einknicken. Und natürlich aber auch hier
so ein bisschen drehen. Ne? Also auch hier ist nochmal eine kleine Beweglichkeit drin. Die Bewegung ist gerade nicht richtig, aber egal. Und seine Hände könnt ihr 360 Grad drehen und auch kippen. Da hat Mattel auch darauf geachtet, dass hier diese coolen Armschützer jetzt hier nicht im Weg sind. Ne? Das finde ich persönlich auch sehr nice gemacht. Also da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. Ansonsten könnt ihr aber schon erahnen, dass Ram-Man im Oberkörper jetzt natürlich auch komplett starr ist, weil da natürlich unsere Springfeder drin ist, dieser ganze Effekt, weil auch so ein bisschen die Beine da drin verschwinden. Also da ist nichts weiter. Das geht nicht halt. Ne? Aber wir können tatsächlich, was natürlich beim Vintage-Toy genauso wie bei den Armen nicht funktionierte, die Beine noch bewegen. Jetzt nicht so übermäßig bewegen, wie wir es von den anderen Figuren kennen, aber wir können unter anderem hier eine kleine Beweglichkeit ausführen. Wir können ihn, also er steht nicht so starr, wisst ihr, wie so ein kleiner Soldat, sondern ihr könnt ihn so ein bisschen dynamisch die Beine auseinanderpacken hier, ne, damit er ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, humaner steht. Das sieht auf jeden Fall besser aus, wenn die Beine so ein bisschen, die Füße so ein bisschen auseinandergehen. Aber tatsächlich, da hatte ich ja zu Anfang ein bisschen Sorge, ihr könnt sogar die Beine so ein bisschen einknicken. Schaut mal. Also wirklich nicht viel. Es ist eigentlich auch völlig unnötig, dass er das macht, weil wie soll er so stehen? Also das funktioniert nicht. Da müsst ihr ihn versuchen, irgendwie auszubalancieren. Es könnte natürlich eine coole Pose draus gemacht werden, dass er ein bisschen nach vorne stürmt, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, ihn hinzupacken. Daher ist es zwar schön, dass wir diese Beweglichkeit drin haben, aber im Grunde genommen, bin ich ehrlich zu euch, ist sie eigentlich überflüssig. Ne? Also ich bräuchte sie jetzt tatsächlich nicht, weil sie hat keinen Sinn. Ne? Weil er mit eingeknickten Knien auch nicht wirklich gut stehen mehr kann. Ne? Aber okay, wir haben diese Beweglichkeit drin. Ich denke mal, die haben sie in erster Linie aber reingemacht, damit wir dann hier noch die Beweglichkeit mit haben und die dann nicht einfach zu eintönig wirkt. Darum haben sie die Knie dann halt noch zum Anwinkeln gemacht. Da hatte ich, wie gesagt, Angst, dass dadurch, dass die Knie anwinkelbar sind, dass der Effekt, ihn runterzudrücken, vielleicht das Ganze ein bisschen wackelig macht. Aber nee, kein Problem. Die Gelenke sind super starr. Da mache ich mir keinen Kopf. Ne? Da kann nichts passieren. Das ist mehr als okay. Wir gucken ihn mal kurz unter seinem Wappenrock. Da seht ihr nämlich, so sieht das Ganze aus. Na, wenn wir jetzt hier die Beine reindrücken, ihr seht, dass sie komplett in einem Teil hier dran sitzen. Also nur die Gelenke sind separiert. Na, der Rest ist hier so eine Art, ja, ich weiß nicht, so eine Art Schiene, die auf einer Springfeder dann halt reingeht bei Ram-Man. Ist aber völlig okay. Ne? Ich denke mal, beim Alten war es nicht unbedingt anders. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und das ist der gute Ram-Man. Mehr kann ich euch dazu nicht zeigen. Ich finde ihn persönlich cool und er gehört jetzt schon zu einer meiner Lieblings-Origins-Figuren. Da bin ich ehrlich zu euch, weil, wie gesagt, ich habe ihn als Kind selbst besessen. Das Feature ist zwar ein bisschen abgespeckter, aber es ist trotz alledem da. Ich finde das Deluxe-Set sehr cool, gerade auch durch das Zubehör. Also ich bin sehr zufrieden mit ihm. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an Thomas für diese coole Figur. Und ja, ich würde sagen, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Ich bin zufrieden. Ich finde diesen Kopf auch cool. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich ihn dann hinstellen soll. Aber ich denke mal, ich werde den Ersatzkopf so oder so mit zur Figur stellen. Und ja, die austauschbare Hand oder die Hand, die jetzt an der Figur dran war, die werde ich dann halt in einer Box verschwinden lassen. Eure Meinungen und Kommentare zu Ram-Man gerne mal unten rein. Wer von euch hat die alte Figur gehabt? Wer findet ihn genauso gut? Also von mir zu 100% eine Kaufempfehlung. Er ist wirklich cool gemacht. Schöne Figur, schöne Erinnerung. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich den von Thomas gekriegt habe. Danke, danke, danke. Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn dann. Und natürlich reingehauen. Der gute Ram-Man. Wie groß ist er wohl? Das würde mich ja mal interessieren. Er ist doch ein recht kleiner Kerl, oder? Seht ihr, es macht einfach Spaß, damit rumzugammeln.